Herzlich willkommen zur neuen Folge Jurassic World Evolution. Hier im Blick der Allosaurus, um den es jetzt erstmal vorerst geht. Er hat fehlende Beute. Also hat er keine, Nahrungsquelle bei sich im Gehege. Das müssen wir jetzt erstmal ändern. Hier im Zwielicht. Da hat tatsächlich Übergang zur Dunkelheit. Wenn ich weiß, was Zwielicht bedeutet. Das ist der Übergang zwischen Tag und Nacht. Und wir kümmern uns darum, dass der Allosaurus Nahrung bekommt. Hier müsste jetzt eigentlich was kommen, aber wir werden extra nochmal eine Futterstation. Wo halt immer was liegt. Den kann ich vielleicht sogar direkt vor die Beobachtungsstation knallen. Bumm. Weil wenn er Bock hat, was zu fressen, kann er hier fressen. Wenn er Bock hat zu jagen, dann soll er die Ziege jagen. Jetzt hat er schon was geschnüffelt hier. Vielleicht rum. Fehlendes Wasser. Okay, es fehlt Wasser. Er macht erstmal ein Päuschen. Dann geben wir ihm erstmal eine Wasserquelle. Das können wir auch. Machen wir ein bisschen größer hier heute. Halt, machen wir mal hier so hin. Lop. Ein kleiner, so ein bisschen arm. Auf jeden. So lassen wir das. Das sieht doch gut aus. Dann machen wir mal wieder hier ein paar Hälse. Ja, er muss auch Steine haben, ja. Also muss er nicht, hat jetzt nicht gesagt, Digga, ich brauche Steine. So ein Ding ist es jetzt nicht. Aber ich will das halt ein bisschen schöner mal hier jetzt machen. Da ein bisschen mehr Liebe drin steckt in dem ganzen Geschehnis hier. Was hat er denn jetzt hier für Bedürfnisse? Wollen wir mal gucken, was man jetzt rauskriegen kann. Was? Kohab. Was? Was ist das denn? Kohabitation. Was ist denn das? Beute hat er jetzt, okay. Er braucht mehr Wald. Let's go. Das können wir einrichten, das ist nicht das Problem. Haben wir sogar ausgerüstet. Geben wir ihm hier hinten mal ein bisschen mehr Wald. So. Hier noch ein bisschen. Hier auch noch. So, dann sollte eigentlich schon mal was... Wo sollte ich hier was auch nicht getan haben? Was ist das hier? Kohabitation. Terrainbedarf. Was ist... Also... Tiersträucher. Bin ich da irgendwo was hier? Die Saurier scheinen sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Aber ich möchte sicherstellen, dass sie nicht einfach nur überleben, sondern auch wachsen und gedeihen. Du verstehst sicher, dass unsere Forschung noch wertvoller ist, wenn wir hervorragende Exemplare unter optimalen Bedingungen haben. Deshalb möchte ich, dass du ein Wissenschaftszentrum baust und in Betrieb nimmst. Dafür brauchen wir mehr Wissenschaftler, also bau besser auch ein Stabzentrum. In der Wissenschaft geht es um die Daten, die wir sammeln und analysieren. Müll rein, Müll raus. Das wollen wir vermeiden. Besonders wenn man die Investitionen bedenkt, die bereits in diese Saurier getätigt wurden. Die CIA will Ergebnisse. Und die werden wir besorgen. Ende der Diskussion. Ist ja gut, Alter. Sind wir wieder im Dritten Reich oder was? Was ist das denn für Aussagen? Ende der Diskussion, Digga. Junge. So, Leute, ich wollte nicht mehr mit sprechen hier. Ich bin doch der Chef hier im Biss, Alter. Was ist denn mit euch? So. Wissenschaftsstation, Personalzentrum. Kriegen wir auch alles hin. Wo haben wir es denn? Da haben wir Personalzentrum. Okay. Das ist nochmal hier direkt dran. Ich kann da mal einen Weg durchführen, dass man da hinten langlaufen, loben kann. Im Moment muss ich ja noch nicht irgendwie was trennen hier mit Besucherbereich und Mitarbeiterbereich. Das scheint ja noch egal zu sein, ne? So. Schließen wir den Okolyt nochmal an. Personalzentrum und Paläontologe, also paläomedizinische Anlage. Immer paläontologisch, Digga, was ist mit mir? Die Medizinabteilung, die stellen wir mal. Kann ich ja hier reindrücken. So, genau. Kommt das Waldstück da auch mal weg? War doch irgendwo blau hier gerade. Da. Plopp. So. Okay. Oh, sagen wir hier zwischendurch. Passt, alles super.
Okay. Knapp 3 Mille haben wir noch am Start. Finanziell sieht das gar nicht so verkehrt aus. Bala, 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 bala. Okay. Lambert hier. Wir könnten echt ein Expeditionszentrum gebrauchen. Leg mit dem Bau gleich los. Ei, ei, Chef. Expeditionszentrum. Wir brauchen nämlich noch andere Dinosaurier. Das sehe ich genauso und die Aussage fühle ich zu 100%. Ich nehme am besten hin. So, kann man den da schön in die Ecke reindriften. Bom. Fein anklemmen, den Okolyten hier. Bam, bam, bam. Komm, Skerrit. So. Strom. Wie sieht es eigentlich mit Strom aus? Ne, nicht Karte. Verwaltung, genau. Strom. Wir produzieren, was haben wir? Stromproduktion 30, Verbrauch 50. Ja, easy. Wir sind gerade bei der Hälfte. Das geht ja noch. Okay. Dr. Dua und Finch bekommen wahrscheinlich Druck von oben. Sie wollen, dass noch mehr Tiere eingefangen werden. Überprüfe die Expeditionskarte und sende ein Fernfangteam aus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, Logistikspezialisierung. Was brauche ich denn dafür? Brauche ich dafür Logistikspezialisierung oder? Ich denke mal ja, oder? Ja. 5 von 2. Das ist doch schon mal super. Song. Ist 27% schneller und es geht um Ankylosaurus. Let's go. Was sind schon andere Trigger hier? Die gute Nachricht zuerst. Unsere Fernfangteams hatten einige Erfolge. Wir haben einen stetigen Nachschub an Sauriern für unser Kontrollzentrum. Das gefällt mir. Saurier von einer möglichen unkontrollierten Begegnung mit der Öffentlichkeit abzuhalten, gilt für mich als 100%iger Gewinn. Und jetzt die schlechte Nachricht. Die bekomme ich gar nicht gern, aber das Austeilen macht irgendwie Spaß. Diese Tiere kommen mit einer unbekannten Krankheit an, die wir schnellstens in den Griff kriegen müssen. Oh. Und zwar ZZ, ziemlich zügig. Wir können die Krankheit per Scan von unserer mobilen Veterinäreinheit aus diagnostizieren. Wir haben das schon bald unter Kontrolle. Das ist gut. Dann an die Arbeit. Okay, die Ankylosaurus sind krank. Frage ist, wie viele kriegen wir? Leben fangen. Okay, da haben wir es. 2 Stück. 2 von 2, sehr gut. Weiter. Die können direkt hier abgeladen werden. Dann müssen wir noch Strom hin organisieren, EMP. Wenn ich hier genau an sie runt, den knallen wir. Okay, hier können wir direkt an den Käfig ballern. Beobachtungsposten. Schutzraum. Oh, nicht vergessen. Wenn du so meldest. Genau, bumm. So, den hauen wir auch hier rein. Oh, das passt sogar genau, Digga. Stabil, haben wir nachkommen. Stabil. Okay, Strom ist da. Können wir noch ein neues Ranger-Team einstellen? Jetzt ist mobile. Wo haben wir Ranger? Da. Aufgabe hinzufügen. Oh, was ist denn mit denen los? Wieso drehen die so durch? Ich habe noch gar keine Pforte hier. Was haben die? Analyse. Ach, weil die krank sind oder was? Ah, oh. Held? Mit Allosaurus? What? Nein. Der ist doch hier. Was ist denn mit denen los? Die sind doch gar nicht zusammen. Bescheuert das. No, 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 no. Ihr müsst hier hin. Da. Und da. Die müssen direkt kontrolliert werden. Die sind scheinbar todkrank, oder? So geht das natürlich nicht, ne? Ja, Kano, entspannt euch. Müsst ihr eigentlich noch ein Alu haben, dass ich zwei da hab. Einer alleine ist vielleicht ein bisschen tragisch für ihn. So, Ankylo. Gucken wir mal, was bei euch, was ihr für ein Leiden habt, ja? Leiden. Schickt MVU los, um ein bisschen das Scan durchzuführen. Oha!
Da gibt es erstmal welche an Kadaver, wa? Aufgaben hinzufügen. Eins, zwei. So, dann schicken wir mal ein paar Wissenschaftler los hier. Anders geht's ja nicht. Wir machen auf jeden Fall Plusgrad. Bist du wieder über den 3 Mille? Ist immer gar nicht so verkehrt. Haben wir noch Expeditionsziel? Da haben wir nichts mehr. Okay, dann scheint der Abschnitt der Kampagne wahrscheinlich nur für die Ankylosaurus zu sein. Oder es kommt vielleicht noch was dazu, man weiß es nicht. Du musst das verstehen. Oh. Owen und ich sind bei diesem Projekt dabei, weil wir das Beste für die Saurier wollen. Wir wollen nicht, dass sie ausgenutzt oder manipuliert, verändert und beeinträchtigt werden. Sie verdienen eine Chance auf Leben, genauso wie jedes andere Lebewesen. Vielleicht sogar noch mehr, weil das Wunder der Wissenschaft ihnen eine zweite Chance gab. Also, forschen, ein Heilmittel finden und benutzen. Oder die Saurier sterben. Erneut. Und nein, das wird nicht passieren. Ja, Medizin. Wir brauchen... Nein, 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 stopp, 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 stopp. Was haben wir hier? Den brauchen wir doch, oder nicht? Cryptosphiodesis. Wie scheiße die Scheiße? Ich guck noch mal kurz. Was haben die für eine Kacke? Oh, Digga. Krankheit. Verwende die MVU, um Saurier mit einem medizinischen Scan auf Krankheit zu untersuchen. Digga, das weiß ich doch. Achso. Einmal identifiziert, kannst du das richtige Heilmittel für eine Krankheit im Wissenschaftszentrum erforschen. Nach der Erforschung verabreichst du das Heilmittel mit einem Pfeil aus dem MVU. Okay. Nochmal fürs Protokoll. Die Krankheit nennt sie... Digga! Forschung bietet eine Vielzahl von Optionen, um deinen Betrieb zu erweitern und zu verbessern. Erhalte Zugang zu neuen Gebäuden, Gebäude-Upgrades, neue Spezies und Betriebsverbesserung. Weise die richtigen Wissenschaftler der Erforschung eines neuen Objektes zu, wodurch der Zugriff auf die nächste Objektebene freigeschaltet wird. Okay, haben wir verstanden? Erkrankt an Cryptosphoridiose. Ja, absolut geiler Name. Arschgeile Sache. Und die haben wir hier. Behandlung per Pfeil. Behandlung, ja, 10%. Stress, ja, ein bisschen Stress tatsächlich, wenn ich... Eine Minute. Kann ich beide drauf ansetzen? Nee, ich mach mal nur Zorn rein. Let's go. Du musst das hier... Läuft das jetzt? Warte mal. Wieso drei? Oh, nee, ne? Hat der jetzt auch die Scheiße? Tatsächlich. Der Dreck verbreitet sich ja im Park. Oh, no. Wird jetzt geforscht hier? Was ist los? Ja, okay. Es wird geforscht. Sehr gut. Wichtig. Was gibt's mit deiner... Digga. Kano ist wieder reingerammt. War der denn? Gefährlich für das Fahrzeug. Ja, das haben wir gerade gesehen, ne? Okay, das muss wieder repariert werden. Und dann muss die Forschung mal jetzt zu sehen, dass wir da fertig werden. Weil wir müssen jetzt schnell die Krankheit hier ausmerzen, wenn sie sich weiter verbreitet. Haben wir ein großes Problem. Ein sehr großes Problem. Boah, ja, mal einen dicken Kluten Fleisch reinschmeißen, ne? Na krass, okay. Guck, wie weit sind sie jetzt hier? Kann man nicht noch... ich wollte sowieso eben kurz noch Strukturen luschern hier. Was ist das hier? Essentielle Anlage. Wie essentielle Anlage? Die wichtigsten Gebäude für die Anlage der Naturschutzbehörde. Okay. Ah, okay, das kommt man auch nochmal, wenn es darum geht, was da steht. Und wir gehen nochmal auf die Saurier. Saurier genommen. Und wir haben etwas Neues, den Ankylosaurus. Wie immer,
Ihr könnt jetzt das Video pausieren und euch den ganzen Kram mit durchlesen. Ich will das jetzt nicht machen, weil ich will ein bisschen weiterkommen. Und ich lese noch ein paar Stats vor. Der Ankylosaurus kommt aus der Oberkreidezeit, ist aus der Familie der Ankylosauriade. Ankylosauridea. Gattung Ankylosaurus, Größe 3,6 Meter, wiegt ganze 8 Tonnen, das fette Vieh, und wird 9,6 Meter lang und ist Bodenpaläobotanik. Also frisst Pflanzen. Sehr, 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 sehr schöne Sache. So, und jetzt müsste die Scheiße endlich mal vorstellen. Zeit ist noch weitergelaufen. Oh, wow. Gucken wir mal hier. Wie sieht's aus? Okay, 12 Sekunden noch. So, Behandlung per Pfeil. Machen wir erst die Ankylosaurus. So, fertig. Sehr schön. Dann können wir theoretisch Park schließen. Ach so, die Leute kommen mit Helikoptern an. Ah, jetzt raff ich das erst. Da gibt es keinen vernünftigen Zugang mehr. Okay, okay, okay. Aufgabe hinzufügen. Statusprüfung? Nein. Wir müssen den MVU haben, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Der ist dann hier. Aufgabe hinzufügen. Behandeln. Die behandeln mal. Ich kann ja auch nicht. Kann ich den anderen direkt hinzufügen? Als Kette? Hey, oh yeah, let's go. Sehr schön. Krankheit müsste hier ausgemerzt werden jetzt gleich. Ist durstig. Oh, ich hab noch gar nicht geguckt. Oh, die brauchen Wasser. Oh. Nehmen wir mal richtige Wasserquelle hier. Bam. So, jetzt können sie was trinken. Komfort, Wasser. Noch mehr? Oder haben sie noch nicht realisiert? Gemahlenes Blatt, gemahlene Frucht. Okay. Das kriegen wir doch wohl hin. Gemahlenes Blatt. So. Das kriegen wir doch hin. Faserstoff, nein. Frucht wollen sie haben, ne? Gibt's da nicht speziell was? Dann nehmen wir das, okay. Es gibt keine Quellen mehr? Lambert, nice. Ich habe erfahren, dass wir unsere Fangquoten steigern sollen. Können Sie das bestätigen? Ja, das ist korrekt. Wir müssen diese Einrichtung ausbauen und dafür brauchen wir mehr Tiere. Es ist Zeit für einen Stresstest unserer Systeme. So stellen wir sicher, dass wir Wissenschaft und Betrieb zugleich bewältigen können. Verstanden. Meine Teams sind bereit. Es gibt noch einige Saurier. Viele Ziele, die wir reinholen können. Aktivposten. Und ja, dies wird eine fortlaufende Mission für uns sein. Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Wir malen das Blatt. Ich brauche mehr davon. Ah, da ist es. Kohabitation. Also, es sind zwei Arten zusammenleben. Jede Spezies hat einen Typ. Überprüfe die Details in den Saurierstatistiken. Jeder Typ Saurier wird friedlich mit anderen, mit einer Anzahl anderer Typen friedlich zusammenleben. Diese teilen sich gerne ein Territorium. Einige Typen von Spezies sind nicht mit anderen kompatibel, also wird es zu Konflikten kommen, wenn sich diese ein Territorium teilen. Okay, 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 jetzt habe ich verstanden. Das ist Kohabitation, die Scheiße wohl, die dann zusammenleben. Gebäude-Upgrades. Bestimmte Gebäude haben eine Reihe von möglichen Gebäude-Upgrades, die genutzt werden können, um ihre Leistung zu verbessern. Erforsche neue Gebäude-Upgrades und die Fähigkeit, einen zweiten Platz hinzuzufügen. Im Upgrade-Tab eines Gebäudes kannst du maximal 2 einzigartige Verbesserungen hinzufügen. Okay.
Waldstein, Waldstein. Schließe den Hauptsitz der Naturschutzbehörde ab, indem du die Aktivpostenbewertung erhöhst. Erhöhe die Aktivpostenbewertung deiner Anlage, indem du Expeditionen aussendest, um neue Arten zu fangen und sicherzustellen, dass sie gut eingezäunt und für deine Agenten sichtbar sind. Okay, wir müssen also Expeditionen losschicken. Let's go. Was haben wir denn hier? Oh shit. Wir haben ein paar Expeditionen hier. Aber welche Expedition wir als nächstes wählen, sehen wir in der nächsten Folge von Jurassic World Evolution 2 bei mir, eurem Ovel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Abonnement ist kostenlos natürlich. Würde ich mich sehr, sehr, sehr doll darüber freuen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.